So, liebe Camperinnen und Camper, herzlich willkommen zurück. Und ihr seht schon, das hier ist nicht so ganz das übliche Gesicht. Ich befinde mich vor einem Fahrzeug, das auf Renault aufbaut. Das heißt, ich bin auf dem Stand von Ahorn. Und hier waren doch auch einige Zuschauerwünsche drauf. Und deswegen freue ich mich, dass ich das noch mitnehmen kann. Ja, wie immer schauen wir uns die Facts an. Hier habt ihr mal alle Daten, die ihr braucht. Das ist der Ahorn Van 620, das 2021er Modell. Und auch jetzt in den Abmaßen haben wir natürlich nicht die typischen, sondern wir sind hier 6,20 Meter lang, 2,60 Meter hoch und 2,05 Meter breit. Wir schauen uns das Ganze jetzt natürlich von innen an. Auffällig auch hier wieder diese Schiene, um den Tisch einhängen zu können. Das Ganze ist im ersten Blick mal sehr hell gestaltet. Wir haben hier viel Licht und ich habe das ja jetzt schon einige Male gesagt, wir erleben im Thema Licht eigentlich durch die Bank bei allen Herstellern eine große Erweiterung. Das Ganze ist natürlich sehr schön, wir sehen das hier auch wieder, es ist viel, viel Licht. Es ist leider auch wieder viel Licht in der Luke, aber das ist nun mal so. Das Cockpit von Renault, schauen wir mal, ob wir den hier ein bisschen drehen, habe ich eigentlich noch nie drauf gehabt, deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Also das sieht hier so aus. Schauen wir mal hier drüben. Ja, also ich schließe mich da der Frauenwelt an, die jetzt wahrscheinlich sagen würde, ja, es ist ein Cockpit. So, dann darf ich mich setzen, um euch hier die NET zu präsentieren. Ich muss mal gucken, das ist eigentlich hier ein ganz nettes Detail. Hier kann man den Tisch aufklappen. Das heißt, ein Gast, der mitfährt im hinteren Bereich, hätte dann, wenn er es braucht, hier ein bisschen mehr Platz. Und auch zum Ein- und Aussteigen finde ich das sicherlich ganz nett gemacht. Klappt man das wieder um und hat den vollen Tisch. Wir haben hier, was mir noch auffällt, hier, das ist sehr nett eingearbeitet, das Logo. Und über der Dinette haben wir natürlich einen Stauschrank. Ausreichend groß. Über dem Führerhaus ein Staufach. Schauen wir mal rein, mal ein bisschen was sehen. Ohne Klappe. Und dann schweifen wir mal in die Küche. Und auch dieser Küchenblock hier, der ist schon ansprechend. Dieser schönen schwarzen Platte. Nett gemacht mit diesem Abdeckbrett. Und die Spüle hier ist ein bisschen wow, weil die ist sehr tief. Und jeder, der abspülen muss, weiß, dass eine tiefe Spüle ihre Vorzüge hat. Wir haben ein Zwei-Flammen-Kochfeld und haben hier auch eine schöne große Kochstelle. Also auch sowas gefällt mir, wisst ihr, ganz gut, wenn das alles ein bisschen abgedeckt ist. Das hätten wir hier vielleicht noch verlängern können, aber es ist, wie es ist. Das Auffällige an dem Kochfeld ist, es ist offen, es ist keine Abdeckung drüber oder eine Platte, die man zumacht. Ich weiß gar nicht,
Ob das jetzt so bleibt oder ob es dafür eine Abdeckung gibt, das sieht aber nicht so aus. Wenn das natürlich immer so schön sauber ist, wie das hier ist, dann sieht das sehr schön aus. Wir haben auch eine Arbeitsplattenverlängerung, die ich jetzt nicht rausbekomme, aber nachdem ich es euch schon gesagt habe, naja, da klappt man die auf und unterhalb von dieser haben wir hier das Lichtschaltersystem oder die Lichtschalterzentrale. Dann gibt es natürlich Schubladen. So, dann haben wir auch noch mal eine Schublade, ausreichend groß, absolut, und eine noch größere ganz unten. Was jetzt schon auffällt von der Bauweise her, dieser Durchgang hier ist relativ schmal, dafür aber schön beleuchtet, schaut mal. Aber wenn ich die Schublade aufmache, dann muss ich mir schon vorher überlegen, auf welcher Seite der Schublade ich stehe. Das heißt, möchte ich da jetzt was entnehmen zum Kochen, dann sollte ich schon doch besser auf dieser Seite stehen, denn der Durchgang ist dann fast zu. Ja. Dann haben wir einen Kühlschrank im unteren Bereich von dem Küchenblock. So, das wäre natürlich auch schön gewesen, wenn man den vielleicht nach oben gesetzt hätte. Wir haben hier ein Gefrierfach und dann haben wir hinten, und das ist natürlich ganz klar, das ist so ein Thema auf 6,20 Meter Länge. Wir haben dafür schöne große Längseinzelbetten. Und die sind wirklich groß. Und auch hier mit Stauschränken versehen. Wir haben, ich weiß gar nicht, hatte ich den schon über dem Küchenblock? Ich glaube nicht, einen Stauschrank. Dann im Anschluss in angenehmer Höhe das Thema Bedienung des Fahrzeugs in Sachen Strom, in Sachen Heizung. Dann haben wir Stauklappen hier im Heckbereich über den Betten. Links zwei, ich sag mal, normal große und rechts ein sehr großes, das über die ganze Länge geht. Und da findet man natürlich sicherlich auch sehr viel Platz. So, das Ganze wieder schön beleuchtet. Und dann haben wir hier vorne noch einen. Oh ja, der ist schön tief. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es vielleicht möglich ist, ich weiß nicht, was hier verbaut werden kann, ist das vielleicht für ganz lang hängende Sachen, dass man sagt, okay, da oben ist eine Kleiderstange und wenn die Sachen aber sehr lang sind, dann kann ich hier dieses Brett entnehmen und die Sachen könnten durchhängen. Ja, also schöne große Längs Einzelbetten, dann haben wir unter den Betten Stauraum mit Schiebetüren. So, dann haben wir hier einmal die Heizung und unterhalb davon nochmal ein Staufach. Und hinter der zweiten, upsa, haben wir reinen Stauraum. Und da geht auch ordentlich was rein. So, auf der anderen Seite
auch wieder viel Platz. Mal gucken, ob ich da rumkomme. Ja. Also wir können hier oben was unterbringen. Unten, wir haben hier das Thema Strom verbaut. Das sieht alles auch schön ordentlich aus. Dann haben wir noch eine Schiebetür und die beherbergt auch wieder jede Menge Stauplatz. Ja. So, natürlich haben wir die Möglichkeit, das sehen wir hier an den Aufnahmen, dass die beiden Betten miteinander zu verbinden, damit eine große Liegefläche entsteht. Was ich vielleicht noch vergessen habe, ist hier hinten haben wir auch im Heckbereich nochmal ein Staufach, Ablagefach, das man vielleicht nicht unterschätzen sollte. Da geht auch nochmal ordentlich was rein. Wir haben Leselampen, wir haben Ablagetaschen. Also da ist eigentlich alles vorhanden. So, und dann haben wir ein Festbad. Und das gestaltet sich so. Wir haben keinen Duschvorhang, sondern wirklich hier eine Falttür. Und auch ein Spiegel ist da. Es ist ein Waschbecken da mit aufklappbarem Wasserhahn und unterhalb die Toilette. So, jetzt, jetzt sehe ich das. Also, wie komme ich jetzt auf meine Toilette? Ich klappe das Waschbecken nach hinten weg. So, also, gibt natürlich auch noch mal mehr Raum. Das Waschbecken wird nach hinten weggeklappt, die Toilette ist frei und wenn ich duschen möchte, dann klappe ich eben meine Tür zu, dass hier eben der Raum zu ist, die Toilette ist dann weg und alles bleibt schön trocken. Verschlossen wird das Ganze mit so einer Lamellentür und ja, dann haben wir alles, was wir brauchen. Könnten eigentlich losfahren. Also, ich gebe euch noch mal den Blick nach hinten. Es ist zwar der Kühlschrank hier unten verbaut, aber das Ganze gibt dadurch natürlich einen Komplettblick nach hinten frei. Und gibt mehr Raumgefühl. Also ich denke, dass das vielleicht auch das Konzept ist, denn hier vorne ist es einfach ein bisschen schmaler. Das habt ihr ja gesehen mit der Schublade. Und jetzt aber der Blick, dass ich sage, hier so aus der Dinette nach hinten, da ist natürlich blickmäßig alles frei und das sieht schon schön aus. Auch hier natürlich mit dieser sehr schön gemachten Küchenplatte. Also das ist schon in Ordnung. Wir gehen jetzt noch mal kurz ums Fahrzeug rum. Ich gebe euch noch einen Blick von hinten. Da haben wir schöne große Scheiben beim Renault. Und so sieht das Ganze dann von hinten aus. Ist auch wieder so, dadurch, dass ich auf der rechten Seite keine hohen Aufbauten habe, habe ich natürlich einen schönen durchgängigen Blick. So, hier verschlossen mit diesen Bügelscharnieren der Gaskasten. Einmal 11 oder 5 Kilo. Dann gibt es hier einen Außenduschenanschluss und jetzt wäre für mich noch interessant, ja,
Der steht hier ein bisschen eng an der Wand, aber ich kann euch das zeigen. Also es ist, deutet schon oft darauf hin, dass wenn ich nur eine Gasflasche verbauen kann, dass dann eine Dieselheizung an Bord ist. Wir haben hier die Toilettenbox und den Frischwassertank. Und ja, ohne Dieselheizung würde es wahrscheinlich wenig Sinn machen, nur eine Gasflasche verbauen zu können. Und da ist er nochmal von vorne. Ich hoffe, die Zuschauer oder ein Zuschauerwunsch ist damit erfüllt mit dem Ahorn Van 620 und ihr konntet euch ein Bild machen. Ja, das war's und der Camper Thomas zieht weiter.